Danke, Pater Marinko. Als erstes möchte ich euch alle aus ganzem Herzen grüßen. Und ich möchte mit den Worten der Mutter Gottes beginnen, die sie uns hier so viele Male in Medjugorje gesagt hat. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Wie schön es ist es von Neuem, so viele junge Menschen hier zu sehen, hier in Medjugorje. Ich weiß, ihr hättet heute an vielen anderen Orten sein können. Vielleicht haben einige auch irgendeinen Urlaub geplant. Aber wenn Gott ruft, wenn die Mutter Gottes ruft, dann kann man einfach nicht Nein sagen. Und ihr seid gerade deshalb hier in Medjugorje, weil Gott wollte, dass ihr euch hier wiederfindet, weil die Mutter Gottes euch gerufen hat. Und das Erste, was wir sagen müssen, hier in Medjugorje aussprechen, was wir als Erstes dem Herrn sagen sollten, ein einfaches Wort und doch so groß. Und das ist das Wort Danke, Danke. Danke dir, Herr, für all die 40 Jahre. Danke dir, Herr, dass du deiner Mutter erlaubst, hier zu sein, mit uns zu sein. Da erkennen wir, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Gott sendet uns seine Mutter 40 Jahre lang. Wie groß ist die Liebe der Mutter Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Wie viele Mal hat die Mutter Gottes in ihren Botschaften gesagt, liebe Kinder? In einer Botschaft hat sie gesagt, wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Haben wir wirklich vor Freude geweint? Habt ihr das erlebt, diese Freude, die die Mutter Gottes hat? Oder die Freude, dass der Herr in unserem Herzen anwesend ist? Ihr seid hier in Medjugorje. Ich wünsche euch ganz aus ganzem Herzen, dass ihr das erfahren dürft und dass ihr es mit nach Hause nehmt. Pater Marinko hat gesagt, ich war damals ein Kind. Ich war 10 Jahre alt. Ich kann sagen, ich hatte die schönste Kindheit überhaupt. Eine Kindheit, die ich mit der Mutter Gottes verbringen durfte. Und mit ihr bin ich zu einer großen Gabe gekommen. Die Mutter Gottes hat mich zu dieser Gabe geführt. Und das ist, dass ich Jesus Christus kennenlernen durfte. Das ist so ein großes Geschenk. Deshalb kommt die Mutter Gottes hierhin, um uns zu Jesus zu führen, um uns den Weg zu zeigen, der uns zu Jesus Christus führt. Die Mutter Gottes ist als Erstes eine Mutter. Ich erinnere mich an den ersten Tag der Erscheinungen, als ich diese wunderschönen Augen der Mutter Gottes gesehen habe, als ich diese große Liebe gesehen habe in diesen Augen und gleichzeitig in meinem Herzen diese Liebe spürte, habe ich im gleichen Moment die Mutter Gottes in meinem Herzen als Mutter erlebt und lieben gelernt als meine Mutter. Die Mutter Gottes war Mutter mein ganzes Leben. Ihr wisst, viele von euch haben Schwierigkeiten in ihrem Leben. Aber ich möchte euch etwas sagen, fürchtet euch nicht vor den Schwierigkeiten. Fürchtet euch nicht zu fallen. Jeder wird sie mal im Leben haben. Ich persönlich kann euch sagen, wenn wir Gott in unserem Leben haben, dann werden diese Kreuze und die Schwierigkeiten, all das, was wir tragen, Gott ist immer bei uns, um uns zu helfen. Ich kann euch ein persönliches Beispiel nennen, wie Gott auf dich Acht gibt. Mit 10 hatte ich meine erste Erscheinung. Nach kurzer Zeit habe ich meine Mama verloren, dann meinen Vater. Aber ich hatte einen anderen Vater. Ich hatte eine andere Mutter, die immer an meiner Seite waren. In all diesen schweren Momenten meines Lebens, wenn du meinst, du wärst alleine, spürst du,
dass Gott und Maria die Hand auf deine Schulter legen und sagen, du bist nicht alleine, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich liebe dich, ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater. Und so bereitet uns Gott alle vor und deshalb wiederhole ich, fürchtet euch nicht, fürchtet euch vor nichts, denn wenn wir Gott in unserem Leben haben, dann haben wir alles. So viele Male habe ich Zeugnis abgegeben in meinem Leben, so viele Zeugnisse in Reisen in der Welt. All das ist schön. Vielleicht ist es am schönsten und leichtesten hinzukommen und zu erzählen. Ich wollte ein Vorbild sein, auch wenn ich manchmal vielleicht das auch nicht war. Meint nicht, dass die Seher jetzt auf einmal heilig sind. Ich hatte in meinem Leben auch viele Male, wo ich gefallen bin und Schwierigkeiten. Aber Gott war immer da, dem ich danke ihm unermesslich, der mir geholfen hat, mich zu heben, vorwärts zu gehen. Vielleicht werde ich noch mal fallen in meinem Leben. Aber Gott ist immer da, anwesend. Er gibt dir die Hand, dich zu erheben, vorwärts zu gehen. Und dann kommt ein Moment, wo du nachdenkst, reicht es aus, nur Zeugnis abzugeben auf diese Art und Weise? Ist es ausreichend, mit dem Leben ein Zeugnis zu geben? Und du fragst dich, tue ich das wirklich, gut Zeugnis abgeben mit meinem Leben? Bin ich ein gutes Vorbild? Und so habe ich nachgedacht. Ich kann sagen, nach einer persönlichen, schweren Situation in meinem Leben, nach einem Kreuz, was ich hatte, das mir diente, um viel nachzudenken, habe ich mich gefragt, wie soll es weitergehen? Kann ich auf noch eine Art und Weise etwas für Gott tun? Kann ich Gott noch mehr danken? Ich bin mir bewusst, was für eine Gabe ich bekommen habe und dass ich ihm nie genügend danken kann. Diese Idee ist geboren worden. Pater Marinko sagt, ich hätte das gegründet. Aber das war alles in Absprache mit ihm, denn ohne ihn könnte ich nicht da sein, wo ich mich heute finde. Und im Gespräch mit Pater Marinko bin ich gekommen und habe mit ihm geredet. Pater Marinko hat mir gesagt, ich hatte andere Pläne, aber es waren nicht Pläne Gottes. Ich erinnere mich an den Tag, als Pater Marinko mich in ein kleines Häuschen hier in der Pfarrei hier geführt hat, direkt hinter den Beistühlen, hat er mir dann gesagt, das ist ein Büro und ich möchte, dass das ein Büro für die Armen wird. Im gleichen Moment habe ich begriffen, das ist die Antwort auf meine Frage, wie soll es weitergehen? Im gleichen Moment habe ich begriffen, Gott gibt mir eine neue Gnade. Von nun an kann ich auch Zeugnis abgeben mit meinen Händen. Ich kann meine Hände ausstrecken, zuerst für Gott und Maria und dann zu jedem Menschen, der bedürftig ist. Und damals hieß das Büro ein Büro für Armenhilfe. Die ersten 3 Jahre, 2013 war das, die ersten Jahre war ich ganz alleine in diesem Büro. Immer mehr Arme kamen von allen möglichen Seiten und vielleicht, was für mich am schwersten war, diese schweren Lebensgeschichten dieser Menschen mir anzuhören. Dann habe ich durch diese Geschichten auch versucht, mich anzuklagen. Ich habe mich gefragt, wo warst du die ganze Zeit? Vielleicht hast du manchmal nicht erkannt, wo Bedürfnis ist. Desto mehr ich diese Menschen besucht habe und diese Realität kennengelernt habe, habe ich eine Sache begriffen. Den anderen helfend hilfst du dir selbst. Du verstehst so viele Dinge. Wenn wir sagen Hilfe, wir sind menschliche Wesen, wir denken immer an materielle Dinge. Aber das Erste, was wir jedem Menschen geben müssen, und vor allem Menschen, die bedürftig sind, die arm sind, das ist unsere Liebe zu ihnen, damit sie sich geliebt fühlen, dass sie nicht alleine sind, nicht vergessen sind, dass jemand sich um sie kümmert, dass sie für jemanden wichtig sind. Ich erinnere mich, mein erstes Kommen in eine Familie, mein erster Besuch für eine Familie, und da habe ich dem Herrn gesagt, Herr, hilf mir.
Jeder Mensch hat seine Würde. Du weißt nicht, wie dieser Mensch das annehmen wird. Ich erinnere mich, als die Tür sich öffnete und eine Frau herauskam. Sie hat nichts gesagt, sie hat mich einfach umarmt und hat angefangen zu weinen. Das war dieser Moment, der Kraft gegeben hat, vorwärts zu gehen. Du begreifst, dass du wahrhaftig dieses christliche Leben leben kannst. Vielleicht ist es am leichtesten zu sagen, ich bin Christ, geh zur Heiligen Messe und hört alles auf. Aber ich glaube fest, dass unser Glaube ohne Werke nicht Glaube ist. Wir müssen die Christen sein, die wirken. Wie viele Male vergessen wir vielleicht? Wir haben Nachbarn, die Bedürfnisse haben, nicht vielleicht materielles, aber wenn es nur ein Lächeln ist, eine Umarmung, ein Gebet mit diesen Menschen, und das hilft sehr. Und das kostet uns nichts. 2016 habe ich einen humanitären Verein gegründet, in Absprache mit Pater Marinko, und der Verein heißt Mariens Hände. Ich bin stolz auf diesen Namen. Schaut Medjugorje an. 40 Jahre lang streckt die Mutter Gottes uns die Hände entgegen. Und sie sagt, kommt, meine lieben Kinder, damit ich euch zu Jesus führen kann. Jetzt haben wir die Gelegenheit, die ausgestreckten Hände Marien zu sein. Und dann zu all denen, die von uns Hilfe suchen. Wir kümmern uns zurzeit um ungefähr um 600 Familien. Und das Schönste an allem, als ich dachte, ich könnte nicht mehr weiter, ich könnte es nicht mehr aushalten, als ich alleine war, ich habe alles in die Hände Gottes übergeben und ihm gesagt, Herr, du denke, wenn das dein Plan ist, dann kümmere du dich. Und so begannen langsam die jungen Menschen zu kommen. Heute sind wir ungefähr 60 Freiwillige, hauptsächlich junge Menschen aus Medjugorje und der Umgebung. Wie schön ist es, einen jungen Menschen zu sehen, wenn er zu jemandem geht, um das Haus zu erneuern, das Haus sauber zu machen, jemanden zu besuchen, jemanden ins Krankenhaus zu bringen, wer Hilfe bedarf, und wenn er nach Hause zurückkehrt mit all dem, was er getan hat, und wenn du siehst, dass er fröhlich ist. Wenn wir heute diese Welt anschauen, vor allem für die Jugendlichen, was es uns alle anbietet, aber bietet uns nicht das Wichtigste an, und das ist Gott. Wenn du Gott in deinem Herzen hast, seine Liebe wirst du immer erkennen, wo Liebe ist, wo Bedürfnis ist. Und ich bin Gott unermesslich dankbar für all den Volontäre. Wir kümmern uns um 6 Familien. Worin hilft unser Verein? Ich kann euch sagen, wir helfen eigentlich in allem. Jeden Monat teilen wir ungefähr 600 Pakete Nahrung aus. Wir haben viele Häuser erneuern. Wir helfen Menschen, damit sie Medikamente kaufen können, Menschen, die das nicht können. Wir helfen Menschen, wenn sie zum Arzt müssen. Bei uns ist das Sozialsystem so schlecht. Menschen, die kein eigenes Zuhause haben, denen bezahlen wir Wohnung. Eigentlich alles Mögliche, was ein Mensch braucht. Kleidung, Möbel und was am wichtigsten ist. In unser Büro ist jeder herzlich willkommen, ob er Katholik ist oder nicht. Und gerade deshalb freut es mich besonders, wenn auch andere Menschen kommen, die nicht Katholiken sind. Und durch unser Beispiel können wir zeigen, was es bedeutet, Katholik zu sein, was es bedeutet, den katholischen Glauben zu leben. Wir möchten auch weiterhin wirken. Unser letztes Projekt, was vor einem Monat begonnen hat, und ich hoffe, dass es bald ungefähr in einem Monat, ein paar Monaten beendet sein wird, das ist eine
Feldküche, also eine Küche, in der ungefähr 200 Mittagessen ausgeteilt wird und das teilweise dann auch in ihr Zuhause gebracht wird. Wir vergessen manchmal, wie viel wir haben. Und wir suchen von Gott noch mehr. Und wir sollten Gott fragen, wie sehr wir ihn an den kleinen Dingen denken. Danken wir Gott für das Stück Brot, was wir jeden haben, mit unserer Familie teilen können. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wie Pater Marinko gesagt hat, ich habe 3 Kinder. Sie haben jemanden, der sie liebt, der sie umarmt, küsst. Und dann gibt es die andere Seite. Es gibt so viele Kinder, die leiden, so viele, die Kinder, die nicht mal die Liebe gespürt haben, was es bedeutet, geliebt zu sein. Es gibt so viele Beispiele, die ich aufzählen könnte, aber eigentlich bedarf es das gar nicht. Denn das, wozu ich euch aufrufen möchte, ist vielleicht das Wichtigste. So viele Male richten wir jemanden, wenn wir einen Obdachlosen begegnen, Abhängigen, ob abhängig von Drogen, Alkohol, anderen Dingen. Wir richten ihn. Schaut mal, wie der, wie er trinkt und solche Dinge. Wer sind wir, um zu richten? Habt ihr euch wiedergefunden in seiner Haut? Wart ihr in seinem Leben, was dieser Mann in seinem Leben durchlebt hat? Wenn wir jemanden begegnen, der auf der Straße schläft, gehen wir häufig so vorüber, schauen mit irgendeinem komischen Blick und geben ein Stückchen Gold, Geld, um mein Gewissen zu erleichtern. Aber das ist nicht Glaube. Lasst uns neben diesem Menschen stehen bleiben, ihn fragen, wie geht es dir? Vielleicht ist das schwer in so einer Situation, in dieser Mensch sich findet, wiederfindet. Aber wenn wir wirklich Christen sind, dann müsste in jedem Menschen müssen wir Jesus Christus erkennen. Und durch diese Umarmung umarmen wir Jesus Christus. Und das ist vielleicht am wichtigsten und viel wichtiger für diese Menschen, als wenn wir ihm ein Stückchen Geld gegeben haben. Deshalb, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, schaut euch ein wenig um. Ist jemand bedürftig? Bedarf dein Lächeln, dein Gespräch, nimmt das mit. Und zuletzt möchte ich euch sagen, wenn die Pilger aus Medjugorje zurückkommen, sie bringen so Veniere und sonstiges, so viele Rosenkränze und Kreuze, das ist alles schön. Natürlich irgendwas aus Medjugorje mitzunehmen, aber es gibt das wichtigste Souvenir von Medjugorje. Das kostet uns gar nichts, kostenlos. Wir brauchen dafür keine Koffer. Es bedarf nur unser Herz. Das sind die Botschaften der Mutter Gottes, das Gebet, Bekehrung, Frieden, Buße, Fasten, Heilige Messe. Wenn wir das mitgenommen haben aus Medjugorje, wenn wir das umgesetzt haben in unser Leben, dann haben wir verstanden, was Medjugorje ist. Es ist nicht wichtig, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, ganz laut zu schreien, wir waren in Medjugorje, wir waren beim Jugendfest. Oh, es war toll. Sondern wir sollten das mit unserem Beispiel zeigen, durch unser Leben zeigen, damit die anderen diesen Geist von Medjugorje in uns entdecken können. Damit sie entdecken können, wie Gott durch uns wirkt. Ich werde beten für euch alle, für alle eure Bedürfnisse, alle eure Anliegen, für alle Kranken. Euch rufe ich auch auf und bitte euch, die Menschen fragen mich, wie sollen wir euch helfen? Für uns, die Volontäre, wir brauchen am meisten Gebet, denn ohne Gebet könnten wir all dies nicht tun. Deshalb haben wir auch jeden Montag als Gruppe Gebetstreffen, wo wir von Gott ersuchen, dass er uns so viel Liebe wie möglich gibt, so viel Kraft, damit wir es tun können. Deshalb ersuche ich von euch, betet für uns, betet für die Hände Mariens, dass diese Hände immer ausgestreckt sind
und immer offenen Herzens sind. Ich danke euch sehr.